Zuhören SWR 2 aktuell mit Gerhard Leitner. Glücksspiel. An sich ein schönes Wort, zusammengesetzt aus Glück und Spiel. Wer sich mit der Materie beschäftigt, der weiß aber, dass Glücksspiel leider oft zu Sucht und nicht selten zum finanziellen Ruin von Spielern führt. Nicht zuletzt deswegen hat das Landeskabinett in Stuttgart jetzt ein neues Glücksspielgesetz auf den Weg gebracht, mit strengeren Auflagen für die Glücksspiel- und Spielhallenbetreiber eben, um die Suchtgefahr einzudämmen. Der baden-württembergische Innenminister Reinhold Gall. Summa summarum sind wir der Auffassung, dass wir mit diesem Gesamtpaket einen vernünftigen Ausgleich schaffen, was Suchtprävention anlangt und die Verhinderung von Sucht in diesem Bereich, aber auch noch Gewerbefreiheit zu gewährleisten, worauf es ja auch einen entsprechenden Anspruch gibt. Nach dem Gesetzentwurf müssen neue Spielhallen etwa mit einem Mindestabstand von 500 Metern zu Einrichtungen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, gebaut werden. Mehrfachkonzessionen werden nicht mehr erteilt. Einlasskontrollen sind anhand einer bundesweiten Sperrdatei vorgesehen und es gilt eine Mindestsperrzeit von 0 bis 6 Uhr morgens. Betreiber von Spielhallen müssen ein Konzept vorlegen, wie sie zur Verhinderung von Spielsucht beitragen wollen. Das soll ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Vergabe von Konzessionen sein, so Innenminister Gall. Wenn wir jetzt in Genehmigungsverfahren einsteigen werden, die natürlich ein großes Prähaben, die dem Thema Suchtprävention einen relativ großen Stellenwert einräumen und eine Bandbreite von Möglichkeiten in Erwägung ziehen und sich nicht zum Beispiel nur darauf verengen, naja, wir sagen dem mal, ob er heute nicht heimgehen kann und vielleicht morgen wiederkommen kann oder sowas. Das hat ja mit Zuchtprävention nichts zu tun, sondern das muss fachlich begleitet sein, nur dann macht es auch Sinn. Dazu muss das Personal in Spielhallen entsprechende Kenntnisse vorweisen, sagt Gall. Es wird ein verbindlicher Nachweis erbracht werden müssen, was die Schulung von Mitarbeitern anlangt, Schulung der Gestalt, dass Aufsichtspersonal erkennen kann, ob jemand der Spielsucht zuneigt oder ob jemand Geld verspielt. Spielsäle, Spieltische, Automaten und Kassen von Spielhallen werden Video überwacht. Damit sollen Manipulationen verhindert und Vergehen besser aufgeklärt werden. Derzeit gibt es rund 1500 Spielstätten in Baden-Württemberg. Deren Betreiber und die Hersteller von Spielautomaten laufen Sturm gegen das Gesetz. Sie kritisieren vor allem das Verbot von Mehrfachkonzessionen für mehrere, nur durch Trennwände abgeteilte Spielhallen. Diese macht das Geschäft erst lukrativ, hat der Landeschef des Automatenverbandes Michael Mühlbeck erklärt. Innenminister Reinhold Gall hat den Protest registriert. Gehen Sie mal davon aus, dass die Vehemenz derer, die sich da gegenwärtig jetzt schon zu Wort melden, höher ist als in allen anderen Bereichen. Den jetzt noch bestehenden Spielhallen werden Übergangsvorschriften und Härtefallregelungen bis zum Jahre 2017 eingeräumt. Die Lottospieler im Land können nach dem Gesetzesentwurf bald wieder per Internet tippen. Ansonsten werden sie vom neuen Gesetz nicht viel bemerken. Der Entwurf für das Landesglücksspielgesetz kommt jetzt in die Anhörungsphase. Bis Ende des Jahres soll das Gesetz in Kraft treten. Reinhard Nürnberg aus Stuttgart.